Was haben wir denn heute für einen Tag, sag mal? Okay. Erstmal reden wir darüber, wo wir sind. Unser Studio hat sich verändert. Neue Location. Ja. Guck doch mal. Ja. So mag ich das. Wir sind hier in der Inselgaststätte in Eisenhüttenstadt auf dem Inselgelände. Wir haben uns hier jemanden gesucht, der uns aufgenommen hat. Ja. Ja, und auch, wie soll ich sagen, uns die Möglichkeit gegeben hat, hier dumm weiter zu quatschen. Und ihr wisst ja, lieber ein wackeliger Stammtisch als ein fester Arbeitsplatz, oder? Ja, und wir haben einen ganz interessanten Tag heute. Oder kann man Tage sagen? Tage. Wir haben mehrere besondere Tage auf einen Tag heute. Am heutigen 6. Mai ja? haben wir den internationalen Tag der Tuba. What? Stimmt. Sagt uns das was? Nein, sagt uns nicht. Gut, den nächsten. Die öffentlichen Parks und botanische Gärten ist auch so ein schöner Tag. Also wir haben ja wunderbares Wetter draußen, Frühling. Das soll noch mehr werden. Also, ja. der Tag ist wunderbar, passt. Wunderbar. Aber ich fand den Tag, ohne Hosentag. Ich sehe es auch, ohne Hosentag. Krass, oder? Hast du, ja, schon Leute, lässt sich sowas einfach. Hast du schon Leute ohne Hose heute gesehen? Ich habe heute jemanden... Ja, unser Kameramann. Ich habe heute einen in der Stadt gesehen mit einer lustigen Hose. Oh. Ey, sag mal. Ja, das ist ein bisschen komisch, oder? Das geht ja, ja das gar geht nicht. Überhaupt nicht. Ja? Das fängt ja ohne an, hier mit jemandem zu reden, oder? Nein, will ich nicht. Ja, gut. Und für alle, die jetzt Wochenende vorsteht, vielleicht auch grillen, es ist auch der Tag der Getränke. Ach, Getränke. Apropos. Apropos Getränke. Auf den Frieden? Ja. Auf den Frieden. Oder? Doch, kann man weiter trinken. Wir haben mal durchsichtiges Bier. Verrückt, oder? Ja, wir sind hier in der Location. Ja. Und für alle Jungen, also die zur Schule gehen, es gibt auch noch den Kein-Hausaufgabentag. What? Ja, kein Hausaufgabentag. Wer lässt sich sowas einfallen? Wer hat sich denn das einfallen lassen? Ja. Und für alle Frauen? Den Frautag? Ah, den hatten wir schon. Der internationale Anti-Diät-Tag. Warum für die Frauen? Ja, weil viele Männer. Du hast es gut kaschiert mit einem Hemdchen heute. Das sollte eigentlich ein Nachthemd werden. Okay. Hat sich nicht ganz erfüllt. Ja, Anti-Diät-Tag. Weltraumtag haben wir. Achso, der Maurer ist. Nee, Quatsch, wie heißt er? Ja. Der ist zurück. Matthias. Auf dem Wasser aufgeplatscht. Ja, und, genau. Schon auf dem Weg zur ESA. Heute früh gelandet. Ja. Verabschiedet. Hat es eigentlich ein Ende mit diesen Raumfahrtsachen? Ich glaube schon. Diese ISS-Geschichte hat sich ja erledigt. Die werden wohl wahrscheinlich. Guck mal, die Chinesen wollen ja auch so ein Ding bauen. Bei den Chinesen sind es ja keine Astronauten, das sind ja Taikonauten da. Taikonauten. Ich dachte, das sind immer Unterwassermänner. Taikonauten. Ja, kommen wir mal zu den ernsten Themen. Welche? Unsere ernsten Themen. Und zwar, sagt dir der 8. Mai was? 8. Mai, Tag der Befreiung. Ja, sage ich. Ja. Tag der Befreiung. Ja? Von was wurden wir befreit? Von der Gewaltherrschaft der Nazis. Damals war das gewesen. Durch die glorreiche Es gibt ja auch andere Definitionen, zum Beispiel Kriegsende. Also, dass man nicht sagt, Tag der Befreiung war so DDR-Jargon, ja. Wo gesagt, wir sind befreit worden. Ja, von. Ja. Aber ich glaube, regulär heißt das Kriegsende. Ne? Und einen Tag später macht ja... Ganz böse, oder? Das putinsche Imperium. Ja, ja, ja. Die große Demonstration. Und diesmal soll es auch in Mariupol stattfinden. Nein, oder? Das ist so eigentlich fast das Gleiche wie der 9. Mai in Berlin 45. Okay. Auch alles zerstört. Ja. Und dann also es ist die gleiche Kulisse. Wahrscheinlich will er einen Film drehen. Also das ist ja heute hier. Ist mal gut hier. Ja? Kann man das nicht einfach wegnehmen? Ja, habe ich ja. Ja, du hast leiser immer. Ich habe ausgestellt. Vielleicht gute Nachrichten. Ja, kann sein. Ja, ist tatsächlich so. Und diese Menschen sind ja, glaube ich, da immer noch irgendwie in dem Stahlwerk, oder? Immer noch welche eingesperrt. Also, umzingelt, eingesperrt, können nicht raus. Sollen noch sehr viele Zivilisten drin sein? Ich fand es ja dramatisch, als der Offizier der Asowschen Armee oder sich eigentlich schon verabschiedet hat. Ne? Mhm. Also man wird mich dann nicht mehr, also ich glaube, die kommen da nicht lebend raus, oder? Denke ich mal auch.
Die bombardieren ja ziemlich heftig. Ich habe gestern Bilder gesehen, es sah richtig arg aus, was da an Bomben runterkommt und qualmt alles da wie verrückt. Also bleibt kein Stein auf dem anderen. Das ist ja so ein Computerspiel, würde ich sagen. Also das ist, ich hoffe, es sind richtige Aufnahmen. Ich denke mal schon. Ja. Weil du weißt, also die Berichterstattung derzeit, also man ist ja, jedes Mal in der Berichterstattung sagt man, man kann diese Information nicht bestätigen. Mhm. Man hat Informationen, weiß aber nicht, sind sie tatsächlich echt. Mhm. Das ist immer das ganz große Problem, was derzeit existiert. Keine Unabhängigen, die das bestätigen können, diese Angaben. Aber das ist eben Krieg, ne? Ja, es ist Krieg. Ja. Und damit müssen wir eben leben, dass es auch falsche Informationen gibt von jeder Seite. Und es ist natürlich jetzt mit der ganzen Kriegsgeschichte, jetzt wolle man sich unabhängig machen vom Öl. Ich weiß nicht, alles, ob das so richtig funktioniert, oder? Funktioniert. Es wird sehr teuer werden? Es wird sehr teuer werden. Funktioniert. Ja. Wir sind ja nur zu 12% noch abhängig von den russischen Öl da. Ja, aber Ungarn macht ja nicht mit, Slowakei macht nicht mit, Tschechien. Die haben Fristen bekommen, Ausstiegsfristen. Die sollen aber nicht reichen. Also Ungarn pokert ja ohnehin immer. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass jetzt Ungarn wahrscheinlich, die haben doch diese Rechtsstaatlichkeitsgeschichte, dadurch kriegen sie ja nicht ihre Fördergelder. Ja. Sind ja Milliarden. Und wahrscheinlich versucht er jetzt darüber zu sagen, na wenn ihr meine Zustimmung haben wollt, will ich die Fördergelder haben. Genau. Da bin ich ja mal gespannt, wie die EU darauf reagieren wird. Da bin ich echt gespannt. Abwarten. Ja. Und es sind tatsächlich jetzt auch die ukrainischen Flüchtlinge sind ja mittlerweile, also man merkt es im Stadtbild, ne? Also definitiv. Also hier in Hüttenstadt, gestern bin ich wieder durch die Stadt, gut, Sonnenschein, sowieso ein bisschen mehr Leute unterwegs. Aber richtig bunt, ist, schön, Multikulti haben wir hier. Naja, bunt, schön, ist dahingestellt. es ist Leben. Hat das so ein bisschen Großstadtflair schon? Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ich habe tatsächlich schon Ukrainer gesehen. Es sind jetzt mittlerweile, ich hatte ja mal in der Berichterstattung die Ukrainer gesehen, die gekommen sind in die Erstaufnahmeeinrichtung, waren ein paar. Mittlerweile hat es drastisch nachgelassen. Also es waren ja mal, ich glaube so im März 200 bis 300 pro Tag. Jetzt sind es nur noch 30 pro Tag, die kommen. Es soll noch weniger werden, glaube ich. Und die ersten 30 Wohnungen sind ja bezogen worden in Eisenhüttenstadt. Also die von der Eisenhüttenstadt Gebäudewirtschaft, die sind also bezogen worden. Und die sind jetzt fertig auf Standard gebracht. Und bezugsfähig. Bezugsfähig gemacht worden und da sind jetzt wirklich eingezogen. Wie viele Wohnungen waren es insgesamt? 30. Naja, die wollen jetzt nochmal 90 nachlegen. Aber ob das tatsächlich gebraucht wird, ich weiß es nicht. Ob denn, die Kapazität ist da, aber ob die genutzt wird? Na, mal abwarten. Mal gucken, was noch kommt. Was mir wirklich auffällt, sind sehr viele Gebräunte. Also die unterwegs sind, da habe ich mich wo auch schon die herkommen, weiß ich nicht. Ukraine? So bin ich gestern auch durch die Stadt gefahren und dachte, okay. Aber sehr viel, also wirklich, also nicht nur so ein paar, sondern richtig viel. Ja. Das hat mir auch gefallen. Wie heißen die? People of Color, ne? Darf man das sagen? Das ist doch der öffentliche Sprachgebrauch, People of Color. Man muss ja immer vorsichtig sein, was man so sagt. Aber ob Gebräunte gesagt werden darf, das weiß ich auch nicht. Oder Schwarze, oder optimal pigmentiert. Ich weiß es nicht, was man da sagen darf noch. Ich weiß nicht. Gibt es hier eigentlich in dieser gastronomischen Einrichtung noch Zigeunerschnitzel? Ich überfahre mal den Wirt, wenn er kommt. ob das noch auf der Karte hat. Oder ob das schon. Ja. Interessant ist ja auch die Situation in Schwedt. PCK, meinst du? Da wird es ein bisschen versorgungstechnisch eng werden. Also PCK Schwedt produziert, also kriegt russisches Öl. Petrochemisches Kombinat. So hieß es. Kriegt russisches Öl, ist darauf spezialisiert. Also Öl ist nicht Öl, hatten wir ja schon mal. Und die versorgen Ostdeutschland und Westpolen. Ja. Das heißt also, wenn da jetzt Einschränkungen kommen, sind wir hier mit dem Spritpreis bei 3 Euro. Ja, und es kann eng werden. Auch wenn aber dann wird es auch Polen teurer. Wenn man nach Polen fährt, kann es zu Engpässen kommen. Ja. Also selbst hier in unserer Ecke. Es wird hart werden. Nicht gleich, aber man wird es merken.
Ach, wie aussieht's. Wann ist der Ausstieg geplant? Ende des Jahres, oder? Also der totale Ausstieg. Ja. Na gut, die Übergangszeit ist ja da noch. Aber ich weiß nicht, Ungarn, wie, ob die da viel abnehmen, weiß ich nicht. So groß ist ja Ungarn auch wieder nicht. Keine Ahnung. Da habe ich keine Zahlen, weiß ich nicht. Ja. Beim Gas sieht es ja ein bisschen anders aus. Das Thema, was ich gerade hatte, war, dass auffällig ist, dass seit Kriegsbeginn so um die 7-8 Oligarchen Selbstmord begangen haben. Suizide. Wenn es denn Selbstmord war. Wenn es denn Selbstmord war. Ich glaube, also es gab, glaube ich, eine englische Zeitung oder Medien, Fernsehsender war, der berichtet hat. Die haben das so ein bisschen überprüft und man nimmt eben tatsächlich an, dass der FSB, also der russische Geheimdienst, da die Finger im Moment aufräumt. Okay. Empfiehlt, sich aus dem Leben zu stehlen. Ja. Man sagt, du hast genug gelebt, ja, du hast genug Geld abgezapft. Ja. Warum macht man das? Um das Geld dann zu bekommen? Oder? Nein, ich glaube, es kann sein, dass sie sich gegen Putin gewandt haben, irgendwie intern, meinst keine du? Ahnung, oh, okay. Und die gesagt haben, du nicht, mein Freund, du kommst hier nicht rein. Mhm. Buff, weg. Da fällt mal so ein Oligarch aus dem Fenster. Das ist doch. Das erinnert alles so an vergangene Zeiten, oder? Das gab es alles schon mal, diese Sachen. Naja, gut, Putin kennt sich aus. Der war ja in dem Verein. Mhm. Der kennt sich da bestens aus. Ne? Aber es ist ja anlehnend an diesen Novichok-Angriff hier von diesem Nervengas und ja. Nawalny, wie sie alle, ist ja nicht der Einzige, der da gelitten hat drunter. Ne? Interessant. Mhm. Wer weiß, was da hinter den Kulissen alles abläuft bei denen. Ich möchte es nicht wissen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Zum Zuschauer. Ja. Und in diesem Zusammenhang bin ich natürlich ein bisschen so fragwürdig, wenn eine Bundesinnenministerin. Unsere. Ja, Telefon. Die Faeser. Ja, die sagt ganz einfach: Legt euch Notvorräte an. Hast du schon nicht Panikmacher? Hast du schon Notvorräte? Du sag mal, wir hatten gerade ein schönes Thema. Also, kannst du ja erstmal telefonieren. Ja, muss ja. Ja. Hier wird noch gearbeitet. Vorbereitung auf große Events. Dass eine Bundesinnenministerin rät, der Bevölkerung Notvorräte anzulegen. Was geht dir da durch den Kopf? Dass ich Notvorräte anlegen muss? Gute Sache nicht, was? Dass ich los muss? Warum sollte man das tun? Ne? Wir hatten ja mal ein kleines Thema gerade. Ach, er kommt gleich. Notvorräte. Muss ich auch gleich fragen. Ja, ob er schon Notvorräte hat. Ja, sag mal. Hast du? Kriegst du da nicht Angst? Na, Angst bekomme ich nicht, weil... Wenn jemand sagt, du, mach dir mal, weiß ich, Wasser und Dosen an, weiß ich. Die haben ja mal so einen Ausschnitt gezeigt, was du alles... Ja, ja. Aber das musst du ja dann auch mal irgendwann verbrauchen. Also du musst kaufen und dann im Laufe der Zeit das von hinten dann wieder aufbauen. Ich glaube, das schürt so Panik, oder? Bei meinst vielen, du? Bei vielen Menschen. Ach, doch. Besonders bei labilen Menschen, wie bei mir, weißt du? Warst du schon unterwegs? Hast du schon gekauft? Quatsch. Ich gehe jeden Donnerstag einkaufen. Jeden Donnerstag gehst du einkaufen und hortest? Ja. Nee, ich hatte... Interessanterweise war gewesen, ich war in einem SB-Warengeschäft, also ein kleineres. Und da war so ein älterer Herr an der Kasse und fragt, wann kriegt ihr denn endlich wieder Klopapier? Ich sag, nee. Ist das schon wieder so weit? Geht schon wieder los. Wahrscheinlich war er falsch in der Hand. Ah, okay. Ja. Aber ich habe gesehen, Alkohol ist so ein bisschen weniger geworden in den Regalen. Ja. Du, die Polizeinachrichten, die ich kriege, jeden Tag Drogen, Alkohol, Drogen. Ja. Es wird mehr. Je schlechter es den Leuten geht, umso mehr saufen sie wahrscheinlich. Was bleibt dir denn übrig? Was bleibt Bundesinnenministerin? In die waren vor. Und vielleicht bekommen wir dann noch Bezugsscheine für Drogen und Alkohol, um die ganze Sache zu ertragen. Ja, kriegen die Grünen dann die Kifferfreigabe. Ja. Oh, nicht schlecht, oder? Was ist eigentlich aus dem Thema geworden? Sollte doch legalisiert werden. Da
das haben sie vielleicht schon. Weißt du, das geht ja, wenn Krieg ist, intern. Da kannst du ja, also wenn bestimmte Krisen sind, ja? kannst du nebenbei viele Gesetze durchbringen, die werden dann nicht beachtet. Okay, vielleicht sollten wir mal nachlesen. Vielleicht sollten wir mal gucken. Dann lassen wir die Sache mit dem Bier. Und dann trinken wir, rauchen wir hier irgendwas. Keine Ahnung. Unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Du weißt, ich mag dein das Thema. Dein Spezialthema. Hast du denn mitbekommen? Ja, sag mal, wir haben gerade das Thema gehabt. Hast du denn eine Speisekarte? Hast du doch, oder? Also jedes Restaurant hat eine Speisekarte. Ja, steht da auch zufällig der Zigeunerschnitzel drauf? Nein. Warum denn nicht? Okay. Weil ich es nicht habe. Achso, aber es hat nichts mit dem Wort Zigeuner zu tun. Nein, es hat nichts. Das haben die vom Europäischen Gerichtshof verloren, kann ich sagen. Da gibt es eine Rechtsentscheidung. Das darf Zigeunerschnitzel nach wie vor weiter heißen. Leute, ihr dürft Zigeunerschnitzel sagen. Persönlichen Gründen hat irgendwie Knorr und sowas haben das dann gesagt. Naja. Es gibt ja auch Menschen, die gut. das nicht gut finden. Okay, haben wir das auch abgehakt. Gut. Der RBB hat gestreikt. Was? Tatsächlich? Nein. Ja. Die haben gestreikt und es gab am Donnerstag nur ein Notprogramm. Mhm. Da wir aber den öffentlichen Rechnen wahrscheinlich nicht gucken, aber es nicht mitgekriegt. Aber es gibt ja tatsächlich Menschen, nicht allzu viel, aber die gucken das dritte, RBB. Und da ist es so, dass 346 freie Mitarbeiter, überleg mal, wie viele freie Mitarbeiter und wie viele Angestellte die noch haben. Mhm. Es ist ja, ich glaube, das größte Unternehmen in Brandenburg, keine Ahnung. Die haben tatsächlich Angst vor Kündigung. Und jetzt muss man aber noch mal wissen, dass der RBB von den Gebühren, die wir alle zahlen, die Haushaltsabgabe, was früher GEZ hieß, dass der RBB in Brandenburg, Berlin, Brandenburg, fast eine halbe Milliarde Euro bekommt. Okay. Was machen die mit dem Geld? Und wogegen haben die nun gestreikt? Ja, die haben Angst, entlassen zu werden. Okay. Weil ich habe mir mal die Gehaltstabelle angeschaut vom RBB. Da gibt es ja eine. Und die geht bis zum Monatseinkommen in der Tabelle bis über 11.000 Euro. Im Monat? Ja. Das ist wie ein Callcenter hier, oder? Ist ein Callcenter, ja. Es ist, wie es ist. Aber so schön, ne? Klingelt, Leben in der Bude. Ja. Da war ich dann auch ein bisschen erschrocken. Und da muss man jetzt auch mal, wir wollen ja auch mal ein bisschen in den Vordergrund kommen, das Oder-Spree-Fernsehen. Wir haben nämlich die neuesten Quoten gekriegt. Was für Quoten? Worüber? Einschaltquoten. Ach so, wir haben Einschaltquoten? Ja. Okay. Hau raus. Ich mach mal Folgendes. Zwei? Wir als Oder-Spree-Fernsehen erreichen 246.000 Personen. Und das ist nicht immer die gleiche Person? Moment. Wieso ist es die gleiche Person? Naja. Wie viele Einwohner hatten Brandenburg? Ja. So, im Monat, also wir erreichen im Monat 106.000 Zuschauer. Das heißt, wir haben ein WSK, eine Einschaltquote von 43%. WSK, was heißt das? Weitester Seherkreis. Weitester Seherkreis, ey, Worte gibt es im Deutschen. Ist das nicht schön? Ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass wir so eine hohe Akzeptanz haben. Hast du auch eine Zahl über unsere Sendung? Nee, die gibt es nicht speziell. Logisch. Die ist unter Null. Logisch. Ja. Und was ich noch sehr schön finde, ist die Bewertung, die Qualitätsbewertung. Okay. Da wurde gefragt, bei der dieser gibt es ja Telefoninterviews und so weiter. Aha. Da gibt es die Zahl zwischen 1 und 6. Was habt ihr denen dann bezahlt, um diese Sachen? Wir haben gar kein Geld, um denen das zu bezahlen. Zu bewerten? Oder? Das sind Millionen, die Coupons sie ausgeben. Für Öl? Oder? So eine Überprüfung kostet wirklich über eine Million. Ach so, okay. Ja, aber es macht ja die Medienanstalt, für die, ne, genau wie für die Radiosender. Also nochmal, unsere Bewertung von 1 bis 6, was glaubst du, was haben wir? Ich sage jetzt nichts Falsches. Das könnte 2,7. Ah, oh. Ist wirklich gut? Das ist aber gut. Das ist gut, oder? 2,7 ist schon, kommt schon. Das sind Zahlen, die haben wir uns nicht ausgedacht. Und jetzt mal zum Vergleich. Der RBB hat die höchste Zuschauerzahl mit 180.000, erreicht aber fast 6 Millionen Menschen in Berlin und Brandenburg. Mhm. Und wir erreichen 246.000. Und da haben wir schon ein schönes Stückchen Kuchen abgegrabbelt, oder? Aber richtig, oder? Jo. Das finde ich schön. Danke Leute. An die Zuschauer. Ja? Das muss man auch mal gesagt haben, oder? Lob an euch. Ja, und ich kriege jetzt regelmäßig eine Information von einem Zuschauer, also
Ob es der einzige ist, weiß ich jetzt nicht, der in unsere Sendung guckt. Mhm. Aber wir hatten mal jemanden noch in Rostock. Ne? Wollen wir die in Rostock nochmal grüßen? Kennst du den? Und noch? In Japan. Ich habe einen Dusch. Du hast Duschstatter? Ja, es ist auch warm draußen und trocken. Ja. Und zwar vermisst der seit mindestens 14 Tagen die Diskussion mit unserem Krankenhauschef, den Herr Till Frohne, ja, und der Stadt in Vertretung Herr Balzer. Mhm. Warum berichtet ihr darüber nicht? Wie ist der Stand der Dinge da? Gar keiner. Deswegen berichten wir darüber nicht. Okay, also still ruht der See. Nein, es ist tatsächlich so, dass dieser Streit zwischen, es ist so ein persönliches Ding, glaube ich, so zwischen Herrn Balzer und Herrn Frohne. Kennen die sich persönlich? Ja, na, sollte sein, oder? Ja. Wenn man na, ich meine, Chef eines kommunalen Unternehmens. Ich meine, man kann sich ja kennen und man kann sich nicht kennen. Hat man da irgendwelche Zwistigkeiten vielleicht untereinander? Wo ist bei dir der Unterschied zwischen no, Kindern? Wenn, dann, na ja, wenn wir jetzt wenn miteinander schlafen, an, an der Bar sitzen, dann kennen wir uns sehr gut. Du, wenn ich dich auf der Straße treffe und nur Hallo sage, kenne ich dich. Also du verbindest es nur mit Bier trinken? Das will ich jetzt nicht so unterstreichen, aber ja, man kommt sich, man kann auch einen Kaffee trinken zusammen. Das machst du doch bloß mit Frauen, oder? Einen Kaffee trinken? Tee im Kaffee trinken, aber andersrum geht schlecht, oder? Okay. Kaffee im Tee trinken. Ich glaube einfach, diese Beziehung ist schon seit Anfang an belastet. Also, die haben sich noch nie gemocht. Ja. Falscher Start. Ja, falscher Start. Mhm. Vielleicht sollten sie nochmal von null anfangen. Aber vielleicht sollten. Naja, von null ist er, geht ja weg. Gibt's ja. Also der Herr Frohne, also Till Frohne, der Krankenhauschef, der geht ja ohnehin, also bevor also diese Freistellung war. Ne? Wäre sowieso gegangen. War also so klar, er geht zum Jahresende. Ja. Jetzt ist es so, dass im Grunde genommen ja er freigestellt ist und kriegt seine vollen Bezüge. Mhm, also besser kann es ihm gar nicht gehen. Mhm. Ne? Also auch wo du ohnehin gehst. Ja. Ne? Also, der einzige Knackpunkt ist natürlich jetzt, dass ich mir vorstellen könnte, dass der Krankenhauschef vielleicht noch rechtliche Schritte einlegen wird, weil es könnte ja sein, dass diese Freistellung seinen Ruf beschädigt. Okay. Weißt du, wenn du jetzt bewirbst irgendwo ne, und die kriegen dann, ja, was ist denn da los? Der ist freigestellt worden, das macht er ja. Ja, warum ist er freigestellt worden? Das, ja, und das kann natürlich dazu führen, dass er vielleicht schlechtere Karten bei der Bewerbung hat woanders. Ich will nicht sagen, dass so ist, sondern es könnte sein. Könnte sein. Und dann, wir kennen ja noch die ganze Situation mit der Irma. Ne? Also, ging ja in eine ähnliche Richtung. Ja. Ne? Mit der Frau Püschel, Frau Irma. Ja. Also jeder hat seine Freunde. Ne? Ja. Jetzt haben wir hoffentlich das Thema erstmal gut bearbeitet, aber trotz alledem. Wir bleiben dran. Ja, und der Frohne wird jetzt sicherlich nicht sich hinstellen und sein Statements da abgeben, keine Ahnung. Also ich glaube, der behält es erstmal für sich. Der hat so und so jetzt erstmal seine Ruhe. Was soll das? Tolles Wetter draußen, was willst du mehr? Was willst du mehr? Ja. Geld kostet. Aber diesbezüglich habe ich mir natürlich auch noch mal Gedanken gemacht. Und da gibt es ja ein Portal, wo du Kliniken bewerten kannst. Ja, stimmt. Ja. Na, okay. Das heißt also klinikbewertungen.de. Okay. Da kann man also raufgehen und sagen, das habe ich erlebt. Gibt es tatsächlich Meinungen? Ich habe mal nachgelesen. Kann man die lesen, die Meinungen dazu? Ja, die kannst du lesen. Ah. Also, wer sich dafür interessiert, krankenhausbewertungen.de und dann sucht man einfach das Krankenhaus Eisenhüttenstadt und da sieht man gleich, peng, das geht auf und von 6 Sternen hat das Krankenhaus lediglich 3. Oh. Das ist nicht viel. Ist nicht viel, ne? Was passiert da? Was geht da ab? 3 Sterne? Man wirft ja auch den Herrn Frohne so einen Führungsstil vor, der angeblich nicht so sein sollte. Ich meine, große Unternehmen wie Apple oder wie Amazon oder wie Tesla, ne, da sind ja alle die Chefs ja ein bisschen anders. Ne? Also, ja. Damals Apple, ne, der war ja auch schwierig. Und Elon Musk ist ja auch, glaube ich, als Arbeitgeber nicht so einfach. Mhm, ne? Und in Amerika ist so und so dieses Hire-and-Fire-Geschäft. Also du kommst und kannst du gleich wieder fliegen, solche Geschichten. Ob es nur am Führungsstil tatsächlich liegt, ja im Krankenhaus mit Herrn Frohne, dass denn der eine oder andere sagt, also ich hau jetzt eher ab, ich will nicht mehr. Das würde im Prinzip den Weiterbetriebskrankenhaus gefährden. Aber nochmal zu diesem Bewertungsportal. Man bewertet doch nicht
die Führung da sein. Nein, man bewertet das gesamte Krankenhaus und da gibt es wirklich, also Meinungen. Da okay. Sollte, ja, ich will es jetzt hier nicht. Vielleicht sollte die Geschäftsleitung mal reingucken. Ich weiß nicht, wenn ich hier so aufträge, komme ich denn da hin? Bestimmt kommst du da sofort hin, oder? Nee, ich habe. Nein. Nee, geht nicht. Ich habe hier kein Internet. Soll es ja geben in Deutschland, dass man kein Internet hat? Du kennst sie ja aus, ne? Aber ich ganz wenig. Ich kann es ja mit meinem Handy machen. Kommt ganz wenig. Weil ich habe ja, das Pad hat ja, ist von einer Marke, die nicht so sonderlich. Schon. Er steht auf Apfelgeräte. Ja. Auf Obst. Also, Krankenhausbewertung, Krankenhauseinstellung, 3 von 6 Sternen ist natürlich. Das ist. Da sollte man sich überlegen, ob man da vielleicht doch was falsch macht. Keine Ahnung. Aber ich kenne ja auch jetzt einige da Ärzte oder Pflegekräfte. So. Ja, in dem Alter kennt man schon Ärzte und Pflegekräfte. Ja, muss man ja auch. Ja, muss man. Man muss ja jetzt so langsam Beziehungen aufbauen, weißt du? Dass man dann auch so die Pflege bekommt, weißt du? Schon klar. Blumenhändler schon angerufen? Nee, Kranzbinder. Kranzbinder. Ich wollte es jetzt nicht so krass ausdrücken. Ja. Man muss ja rechtzeitig anfangen. Noch eine, kommen wir mal ein bisschen zu Veranstaltungen. Ne? Es gibt ja jetzt so früher, es geht so ein bisschen langsam wieder los, aha, dass man irgendwo mal hingehen kann. Und da gab es jetzt eine Pressekonferenz vom Oper Oder Spree. Sagt ihr das was? Ja, es gab es mal damals. Gibt es immer noch. Ah. Ist was mir immer ausgefallen, aber es kann sein, dass es demnächst nur noch ausfällt. Weil? Kein Oper mehr da ist. Naja, Geld fehlt, es ist alles teurer geworden. Hm. Dieses Jahr macht man die Oper Oder Spree noch, also, ne? Mit Altmitteln? Naja, mit vorhandenen Mitteln, die noch ausgegraben wurden. Die Sparkasse Oder Spree gibt hier noch ein bisschen Geld dazu. Ja, das Land noch, aber Land Brandenburg hat gesagt, wir haben nicht mehr so viel. Oh. Der Landkreis, wir brauchen ja selber Geld. Also es bleiben nicht mehr allzu viel übrig, die das bezahlen können. Und da hat er denn jetzt also die Stiftung Stiftender Zelle organisiert es ja mit und die haben jetzt mal die weiße Fahne gehisst und haben gesagt, wird schwierig. Also einmal können wir es noch und schade dann eigentlich, oder? Wieder so ein kulturelles Ereignis. Vielleicht finden sie ja, ist wohlgefallen. Ich glaube, so viel Besucher hatten sie nicht. Es ging, ein paar hundert haben sie schon. Ne? Aber ob das betriebswirtschaftlich, aber Kultur ist nicht immer betriebswirtschaftlich. Darfst du gar nicht denken. Nee, darfst du gar nicht denken. Ja, das rechnet sowas sich nie. Passiert halt. Ne? Und was hältst du eigentlich, machte diese 9-Euro-Ticket. Was für neue, was? Du, dieses öffentliche Nahverkehrsgeschichte. Ja? Also mit Busbahn und Busbahn, Physikbahn. Es soll ab 1. Juni doch 9 Euro kosten. Ja. Bringt das im ländlichen Bereich was? Kein Benutzer öffentlicher Verkehrs. Ja, wir im ländlichen Raum, ist schwierig, oder? Es ist sehr schwierig. Der Gedanke, ja, warum nicht? Also ich habe zu Anfang auch gesagt, nee, ist totaler Quatsch, Humbug, aber es ist Ferienzeit. Man könnte für 9 Euro überall hin in Deutschland. Zum 1. Juni, ja gut, im Juli fangen die, ja, 3 Monate soll es gehen. Ne? Ja, also top. Ja, so ist es, so genial. So irrt man sich. Rucksack gepackt, drin in Zug, ab. Und apropos Bahn, ne? Wenn Bahn fährt, Tesla will jetzt eine eigene Bahn aufbauen. Nein. Was denn mit dir? Nein. Ja. Okay. Die wollen nochmal 100 Hektar roden von dem Wald, der da ist. Gibt es da noch Wald? Bald nicht mehr. Okay. Ich frage. Er hat doch ein bisschen Geldsorgen gehabt, oder? Zurzeit? Habe ich nicht irgendwas gelesen? Wieso? Der hat doch Twitter gekauft. Ja, irgendwie war da was gewesen. Aber es ist ein anderes Thema. Habe ich nicht richtig recherchiert. Richtig, dann halt die Klappe. Ja, ich kann doch aber ein paar Gerüchte streuen. Aber 100 Hektar sinnloser Wald. Ja? Jetzt kriege ich wieder Feinde. Aber es ist eben, ja. Dieser Wald, der aber da rumsteht. Was Tesla macht, die rohen, also das, was abgeholzt wird, wird komplett neu aufgeforstet woanders. Ja. Mit besserem, nicht mehr mit diesem. Habe ich schon gesehen, mit diese neuen Verpflanzungen. Also es ist wirklich so, wird neu angepflanzt. Ich frage mich aber nur, was sind das für Planer, die Tesla planen? Die haben ja zig Veränderungen in den Anträgen gemacht. Ja. Immer wieder wurde neu angefangen, das zu bewerten. Deswegen hat es auch länger gedauert. Dann was dazugenommen. Und dann noch was. Und jetzt kommen die auf die Idee, wir brauchen ja noch einen Bahnhof. Mhm.
Lagerflächen. Das ist so, so wie Pferd von hinten auf Zäumen. Ja, was ist, sind das für Planer? Das ist kein, also wo kommt dieses Planungsbüro her? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nicht gründlich, ich nicht will, deutsch. Ich weiß ich nicht. Irgendwie, ja, aus Texas, keine Ahnung. Oder, da haben sie wahrscheinlich keine, oder ist es dieses Genehmigungsverfahren? Ja. Auch möglich. Möglich. Also es ist. Ja. Ju, jo, was haben wir noch? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber es gab ja noch die Feuerwehr, die Schlüsselübergabe. War interessant. Also Hüttenstadt, ja. Riesenfeuerwehr. Hab ich mitbekommen. Also es soll wohl losgehen. Also ja, dauert noch ein bisschen, aber die wollen jetzt ab Juni umziehen. Ja. Also peu à peu umziehen. Aber Prachtbau geworden, richtig großes Ding, muss ich schon sagen. Also die denken wohl doch über die Vergrößerung von Hüttenstadt nach, dass wir noch mehr Zuzug bekommen in Hüttenstadt. Also kann sein. Und wir haben das erste Mal bei der Eisenstadt Wohnungsbaugenossenschaft einen Gesundheitstag gehabt. Ja, hatten wir ja letztes Mal berichtet davon, dass sowas durchgeführt wird. 600 Leute gekommen, immerhin. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Auch junge Leute. Also ich muss ja nicht sagen, so, dass nur mein Alter da war. Nee, ne? Da, warst die, du da? Die da Pflegeverträge machen oder so. Ne? Aha, aha. Nein, das waren auch junge Leute. Du hast ja deinen Pflegevertrag schon, du brauchst ja nicht zu so einem Tag gehen. Ja, aber man muss ja Beziehungen knüpfen. Ich meine, so ein Pflegevertrag muss ja gefüllt werden, gelebt werden. Weißt du? Muss ausgelebt werden. Warst du da? Ja. Und? Schön. War gut? War gut. War, ich glaube, die machen es wieder. War eine gute Resonanz. Okay. Ja, die machen es wieder. Schön. Jo, und wir hatten in Eisenstadt ein Oldtimer-Treffen. Jetzt guckst du. Bei dem Pflegetag haben sich die Oldtimer getroffen? Nein, es gab auch noch einen Oldtimer-Treffen. Ach, Autos meinst du oder Fahrzeuge? Oldtimer. Und zwar bei den aber wirklich tolle Autos. Also du fährst ja auch so einen Oldtimer, ne? Ich fahre Oldtimer? Ja? Mercedes, nein. Ne? Ja, ist aber kein Oldtimer. Nein, das neueste Modell. Ach komm. Komm mit einem Schnickschnack drin. Der hat ja auch Türen. Der hat Türen und parkt alleine ein. Parkt alleine ein? Tja. Wozu brauchst du denn eine Fahrerlaubnis? Tja, weiß ich auch nicht. Autonomes Fahren? Autonomes Fahren. Ja. Fast so. Ja. Nee, habe ich gesehen. Es waren ja nicht bloß Oldtimer da, es waren auch Youngtimer da gewesen. Also die nicht ganz so alten Fahrzeuge. Ja, waren schon ein paar tolle Kisten da. Ich finde es gut, dass man sich so um die Alten kümmert. Um die Alten kümmert. Um die Alten schon kümmert. Gibt es da auch so etwas wie Pflegeverträge? Ja, bestimmt. Na klar, hast du mit deinem Versandhaus dann Pflegeverträge. Ja. Immer wieder Teile. Bisschen erschrocken habe ich mich in Berlin. Die haben jetzt eine ganz neue Idee. Und zwar will man, dass Mieter in Berlin zukünftig nur noch einen Wohnraum bekommen, der angemessen ist. Also wenn du jetzt, es gibt eine Person, 49 Quadratmeter, wie bei Hartz IV, keine Ahnung. Und wer zu viel Wohnraum hat, wer, sagen wir mal, schon sehr lange in der Wohnung lebt und zu zweit, die Kinder sind ausgezogen und ähnliches, soll zukünftig eine Unterbelegungsabgabe zahlen. Die lassen sich was einfallen. Und dieses Wort Unterbelegungsabgabe. Wenn du zu viel Wohnraum verballerst. Okay. Schön. Wo also sind wir? Der Gedanke ist aber toll. Also da war mal ein Wirtschaftsweiser dran gewesen. Ein Hammer. Ich muss wirklich nur noch. Das ist fast so wie die Erfindung von Lotto. Genau so eine Erfindung gewesen. War uns so ein König mal gewesen, der seine Kriegskasse auffüllen wollte. Und wir haben, müssen wir einfach mal sagen, wir haben auch noch ein paar Veranstaltungen zum Schluss. Ne, können wir ein paar Veranstaltungen nennen. Startzeit, das ist eine Ausbildungsmesse in Frankfurt, und zwar am OSZ. Am 7. Mai, also am Samstag. Mhm. Dann haben wir eine Sommermodenschau im City Center Eisenhüttenstadt. Oh. Ist mal nach langer Zeit wieder Betrieb im City Center. Bühne wieder aufgebaut und dann? Ja. Am 14. Mai. Okay. Einmal um 15 Uhr, Teil 2, 16 Uhr. Aha. Also wer sich nur klein. Nur Modenschau oder ist da auch Modenschau noch mit Gesang und Klang? Ja, Undine Lux. Ah, die. Ist doch eine Frau, oder? Ja. Ah, okay. Sogar eine hübsche. Okay. Rosa-rote Haare.
Was macht die? Ist nicht dein Alter. Nicht mein Alter? Nein, jünger. Deutlich jünger. Ah, okay. Und singt, ja? Deutlich besser. Ich habe nicht gesagt, dass ich singen kann. Habe ich noch nie behauptet. Ja. Ich kann laut. Ja, und am Samstag, also heute auch, und am Samstag ist... Also Freitag? Freitag. Und am Samstag ist bei Markauf Gartenpflanzenverkauf. Möchtest du Gartenpflanzen? Ja, immer. Dann natürlich. Geh bitte dahin und hol dir Gartenpflanzen. Okay. Mach ich. Damit es schön bunt wird. Ja, und nur mal als Tipp, wenn man unterwegs ist. Ne? Könnt ihr euch machen. Fahrt hin. Ja. Eine Primel für euch kaufen. Zeit sind wir durch. Wir sind doof. Ich hätte ja tatsächlich gerne noch mal das Thema Eigenheime. Nee, brauchen wir nicht. Sehr interessantes Thema. Wird bald keine mehr geben. Und unser Bobbele ist im Knast. Nein, traurig. Das Thema hätten wir ja auch noch mal. Traurig. Interessiert mich. Ich habe jetzt irgendwie mitgekriegt, die sollen sie nach Deutschland abschieben. Das interessiert mich wie die Wasserstandsmeldung vom Mekong. Haben die eine? Wisst ihr? Okay, gehen wir in den Frühling? Wir gehen raus in den Frühling, ins Wochenende. Stoßen auf den Frühling an? Ja, und auf den Frieden. Auf den Frieden? Atomwaffen. Ich kann nicht mehr. Siehst du, nicht mal das bekomme ich heute mehr raus hier. Guck mal hier. Da kann ich wieder. Ja, ist okay. Atomfreies Wochenende euch da draußen. Ciao, macht's Beste draus.